Ein Vakuum in der Physik bedeutet nicht gleich absolute Leere. Im Gegenteil, Forschungsteams weltweit sind sich laut der Quantenfeldtheorie einig, dass solch ein leerer Raum in Wahrheit voller Energie steckt. Wie großartig wäre es, diese anzuzapfen und als schier unerschöpfliche Energiequelle zu nutzen? Würde somit nicht sogar ein Perpetuum mobile möglich, das einen Energiegewinn aus dem Nichts meint? Die unzähligen Theorien dazu sind super spannend und die interessantesten Facts bekommt ihr jetzt bei Klicks um Science & Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für diesen coolen Themenvorschlag von euch bei WhatsApp. Herzlich willkommen. Hört sich erst einmal an wie ein Widerspruch, ist aber keiner, denn feststeht, das Quantenvakuum ist alles andere als leer. Ihr könnt es euch quasi vorstellen wie einen brodelnden See aus Teilchen und Antiteilchen, die entstehen und vergehen. Quantenmechanische Gesetze beschreiben Partikel, die innerhalb weniger Sekundenbruchteile in die Existenz blitzen und dann sofort wieder verschwinden. Mit Teilchen und Antiteilchen sind beispielsweise Elektronen und Positronen gemeint, die zugleich entstehen, aber sich auch sofort gegenseitig wieder zerstrahlen. Dadurch entstehen elektromagnetische Felder, deren Spuren man im Universum finden kann. Das alles lässt sich wunderbar mit der Heisenbergschen Unschärferelation erklären. Demnach wandelt sich die Energie, die man dem Vakuum für kurze Zeit entzieht, in die virtuellen Teilchenpaare um. Derselbe Prozess läuft auch beim absoluten Nullpunkt, also bei 273,15 Grad Celsius ab, daher auch die offizielle Bezeichnung der Nullpunktenergie. Schon ungewöhnlich, schließlich kommen hierbei alle energetischen Prozesse zum Stillstand, zumindest bei normaler Materie. Und nein, das alles sind nicht nur theoretische Konzepte, denn schon vor mehr als 70 Jahren gelang es dem Physiker und Nobelpreisträger Willis Eugene Lambs, die Quantenfluktuationen in einem Vakuum in einem Experiment nachzuweisen. Vielleicht habt ihr selbst ja sogar schon mal was von der sogenannten Lamp-Verschiebung gehört. Hierbei verschieben sich bestimmte Energieniveaus in der Elektronenhülle von Wasserstoff. Verursacht wird dieser Effekt durch Wechselwirkung des Hüllelektrons mit den Feldern des Quantenvakuums. Die Vakuumenergie selbst wurde 1958 in einem Experiment belegt. Danach wurde dann der sogenannte Casimir-Effekt benannt, der eine Kraft beschreibt, die auf zwei sehr eng beieinander liegende parallele Metallplatten wirkt und diese durch das Quantenvakuum zusammendrückt. Denn zwischen den Platten können sich keine Teilchen befinden, deren Wellenlänge größer ist als der Abstand der beiden Platten selbst. Außerhalb der Platten dagegen schon. Hier entstehen viel mehr davon als zwischen den Platten und erzeugen so im Großen und Ganzen einen Druck, der die Platten von außen nach innen zusammenschiebt. Manche sind ganz vereinnahmt von der Existenz der freien Energie, wie sie es nennen. Die große Frage hierbei, wie genau könnten wir das Vakuum als unerschöpfliche Energiequelle anzapfen und nutzen? Doch ich muss da gleich enttäuschen, denn diese Idee ist nicht umzusetzen. Denn fest steht, das Vakuum ist der Zustand der niedrigsten Energie. So kann ihm also keine Energie entzogen werden. So dient Vakuumenergie eben nicht als Energiequelle. Theoretisch gesehen gäbe es aber einige Möglichkeiten. Dazu müssten die paarweise auftretenden Teilchen getrennt werden und das ohne Energie aufzuwenden. Dann könnten sie weiter einzeln genutzt werden. Doch wie soll das in der Praxis funktionieren? Auf diese Frage konnte bisher noch niemand eine Antwort finden. Eine weitere Einschränkung gibt es außerdem. Die Energiedichte des Vakuums ist nicht sehr groß, sodass sehr, sehr viele Teilchen getrennt und eingefangen werden müssten. Wenn man sich den Casimir-Effekt genau anschaut, könnte man auf die Idee kommen, die Bewegung der Platten zu nutzen, die ja durch das Quantenvakuum zusammengeschoben werden. Beispielsweise könnte man so mit einem Hebelgestänge Energie ziehen. Doch dann ist auch klar, dieselbe Energiemenge muss man wieder in das System investieren, um die Platten wieder zu trennen. Doch sowohl Esoteriker und Esoterikerinnen als auch Forschungsteams weltweit haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Beispielsweise hat der US-Physiker Robert Forward eine Quantenfluktuationsbatterie entwickelt, zumindest im Gedankenexperiment. Hier werden elektrisch leitfähige Platten gestapelt, die alle mit der gleichen elektrischen Ladung geladen sind. So stoßen sie sich ab, entgegengesetzt zur Casimir-Kraft, die die Platten zusammenschieben will. In dem Gedankenexperiment müsste die Abstoßungskraft so eingestellt werden, dass sie etwas schwächer ist als die Kraft
des Quantenvakuums. Denn dann würde sich die Energie des elektrischen Feldes zwischen den Platten erhöhen und die Nullpunktenergie würde in elektrische Energie umgewandelt. Einen ähnlichen Gedanken verfolgt auch ein Forschungsteam aus Cambridge. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen durch die Balance zwischen der elektrostatischen Abstoßung und der Casimir-Anziehung kleine Sensoren und Schalter basteln. Und jetzt noch ein kleiner Funfact für euch. Am Ende 2014 hat ein internationales Forschungsteam eine Studie veröffentlicht, nach der die mysteriöse dunkle Energie durch das, ihr ahnt es, Quantenvakuum entstehen könnte. Wir haben ja hier schon öfter darüber berichtet. Fast 3/4 des Kosmos sind Schätzungen zufolge mit dieser exotischen Form der Energie erfüllt. Sie sorgt wohl dafür, dass sich das Universum ausdehnt. Vielleicht hat auch in dieser Sache das Nichts eine außergroßenlich große Wirkung. Wenn es Neues zu diesem Thema gibt, dann erfahrt ihr es natürlich hier. Heute gibt es bei uns übrigens den 10 Jahre Jubiläum 500.000 Abonnenten Spezialstream zu dem Thema der letzten Wochen. Aliens, ihr könnt ihn hier schon mal vormerken. Um 18 Uhr geht's los und danach geht es für Mitglieder und Patreons noch weiter. Stellt uns gerne jetzt schon eure Fragen zu diesem Thema, die wir dann im Stream beantworten können. Gerne auf WhatsApp, der Link ist hier. Und ich freue mich auf viele Fragen und natürlich auch auf euch im Livestream. Bis dann. Oder bis gleich. Bleibt dran.